Kreuzmodell, das ich gerade beschrieben habe, hat Risse bekommen. Seit den 1990er Jahren hat sich die Ordnung auf dem Arbeitsmarkt grundlegend geändert. Und ich sehe vor allem drei Entwicklungen, um die wir uns kümmern müssen. Erstens, der Zusammenhang von wirtschaftlicher Effizienz und gesellschaftlicher Solidarität geht zunehmend verloren. Unsichere und schlecht bezahlte Arbeit hat zugenommen. Auch in früher gut geschützten Zonen des Arbeitsmarktes. Und wir müssen aufpassen, dass die Digitalisierung diesen Trend nicht rapide weiter verstärkt. Zweitens, die Abstiegsängste nehmen zu. Und sozialer Aufstieg ist schwieriger geworden. In vielen Bereichen unseres Arbeitsmarktes gibt es hier noch stabile Kernbelegschaften. Aber das sogenannte normale Arbeitsverhältnis gerät immer mehr unter Druck, mit allen Folgen für die sozialen Sicherungssysteme. Auch ein hoher Berufsabschluss und eine gezielte Berufswahl bringen heute nicht mehr automatisch Sicherheit. Das führt zu Verunsicherung, es weit in die Mittelschichten unserer Gesellschaft hinein. Angst vor dem Verlust der sicheren Lebensgrundlage kommt auf und gefährdet so den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Drittens, die Ungleichheit nimmt zu, gefühlt und tatsächlich. Sie ist das Produkt unterschiedlicher Entwicklungen von Kapitalerträgen auf der einen und Arbeitseinkommen auf der anderen Seite. Klaus hat eben darüber gesprochen. Sie ist auch das Resultat von immer mehr prekärer Arbeit. Daher wundert es mich nicht, dass Ungleichheit immer stärker wahrgenommen und empfunden wird. Steigende Ungleichheit ist Realität. Und dass die Bürgerinnen und Bürger das nicht als gerecht empfinden, das kann ich gut verstehen. Diese drei Entwicklungen sind nicht das Ergebnis unveränderbarer Naturgesetze. Sie sind nicht vom Himmel gefallen, sondern Konsequenz eines neoliberalen ökonomischen Mainstreams, dieses Mainstreams, dieser Hauptströmung, der alle Vorzüge unserer sozialen Marktwirtschaft auch über zwei Jahrzehnte hinweg zu Wachstumshindernissen erklärt hat. Ich hatte Sie als Präsident des Europaparlaments und als Vorsitzender einer Parlamentsfraktion im Europaparlament jeden Tag auf den Fluren stehen. Die jungen Männer, die smarten Frauen, die mir dort erzählten, gute Arbeitnehmerrechte, ein starker Sozialstaat und eine gerechte Lohnentwicklung sind auf Dauer Hindernisse im interkontinentalen Wettbewerb. Die Philosophie, der niedrigste Lohn, der niedrigste Sozialstandard, die längste Arbeitszeit und die geringste Mitbestimmung sind die Grundvoraussetzungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. War doch das, was uns über Jahre erzählt wurde, ein folgenschwerer Irrtum. Denn diese soziale Marktwirtschaft hat orientierte. Diese soziale Marktwirtschaft hat in der Vergangenheit Stabilität, Innovation und gerechte Verteilung sichergestellt. Und genau deshalb stellen wir als Sozialdemokraten die Gerechtigkeitsfrage wieder ins Zentrum der öffentlichen Debatte. Und ja, diese Entwicklungen sind auch Folge politischer Entscheidungen. Und ich sage das ausdrücklich, auch wir haben Fehler gemacht. Fehler zu machen ist nicht ehrenwürdig. Wichtig ist, wenn Fehler erkannt werden, dann müssen sie korrigiert werden. Wir haben sie erkannt. Wir haben uns längst auf den Weg gemacht, zu korrigieren, wo es notwendig ist. Der Mindestlohn ist so ein Beispiel. Bessere Einkommen für Millionen Frauen und Männer. Gut, dass wir das hinbekommen haben. Es ist jetzt auch leichter, Tarifverträge für gemeinverbindlich zu erklären. Und das heißt, mehr Beschäftigte bekommen gute Tariflöhne. Das Recht auf Teilzeit, das wir noch ergänzen müssen, um ein Rückkehrrecht auf die vorherige Arbeitszeit.
Das Elterngeld Plus mit mehr Freiheit und Zeit für Mütter und Väter. Und lasst mich an der Stelle der Frau, die das durchgesetzt hat, nicht nur einen großen Dank, sondern auch ein großes Kompliment für ihre exzellente Arbeit machen. Manuela Schwesig, vielen Dank. Applaus.